Also das ist doch eine Unverschämtheit. Was machen Sie denn da? Der Nachbar, schönen guten Tag. Was machen Sie denn da? Ich lege Kartoffeln in die Erde, damit ich sie im Herbst ernten kann. Ich will nämlich Selbstversorger werden, wissen Sie? Aber das geht doch nicht. Das ist mein Grundstück. Ihr Grundstück? Wieso? Ja, sehen Sie denn nicht? Also, da ist der Zaun. Und so... So geht er weiter. Aber nicht doch. Das hier gehört doch mit zum Grundstück vom Bauwagen. Und da lebe ich und dann kann ich das doch hier auch benutzen, oder? Also, wenn da der Zaun ist, dann ist da der Grenzstein. Und das Stück hier gehört mir. Und Sie können Ihre Kartoffeln doch nicht da anpflanzen, wo ich meine Haselnusssträucher hinsetzen wollte. Ein Grenzstein? Da soll ein Grenzstein sein? Na, dann gehen wir doch mal suchen. Natürlich ist da ein Grenzstein. Zwischen zwei Grundstücken ist immer ein Grenzstein. Und was Sie mit Ihren Kartoffeln da machen, das ist klare Grenzverletzung. Ich habe Ihre Grenze verletzt? Ach, hören Sie doch. Und außerdem, ich sehe hier nirgends einen Grenzstein. Na, okay. Dann haben Sie ihn eben vorher weggenommen. Was, ich den Grenzstein weggenommen? Ja, Sie. Herr Nachbar, wir wollen uns doch nicht streiten. Wir rufen einfach das Katasteramt an. Und dann kommt so ein Landvermesser. Na, der wird den Stein doch finden. Und der kann auch alles neu vermessen hier. Bitte, bitte, wie Sie wollen. Aber Sie werden schon sehen, dass Sie Ihre Kartoffeln auf meinem Grund und Boden anpflanzen. Aber nicht doch, nicht doch. Wir wollen uns nicht streiten. Das bringt nichts. Denn wenn zwei sich streiten, dann freut sich immer ein Dritter. Wie in dieser Geschichte von den zwei Nachbarn. Jeder von ihnen hatte einen Garten. Und zwischen den Gärten wuchs eine riesengroße Hecke. Die Hecke war so dicht, dass der eine niemals in den Garten des anderen sehen konnte und der andere wusste nicht, was in dem Garten des Nachbarn vorging. Sie waren beide sehr nette alte Herren, aber wie das so ist, wenn man den anderen nicht kennt, jeder hielt den anderen für einen bösen Nachbarn. Und sie machten sich das Leben schwer. Eines Tages, als der eine seine Gemüsebeete sprengte, richtete er es so ein, dass der Wasserstrahl in des Nachbars Garten spritzte und der andere bekam eine kräftige Dusche ab. Der stellte voll Wut eine Leiter an die Hecke und mit einer Heckenschere schnitt er alle Äste von dem schönen Apfelbaum des Nachbarn ab, die über die Hecke in seinen Garten hingen. Darauf riss der wütend mit jeder Hand ein Büschel Unkraut mitsamt den Wurzeln aus und warf sie in den Garten des anderen. Die beiden Geschosse fielen genau in ein schönes Blumenbeet und zerknickten alle Blumen. Der Nachbar wurde ganz rot vor Zorn. Er riss seine Rosenstöcke einen nach dem anderen aus dem Boden und schleuderte sie über die Hecke. Und so war bald eine böse Schlacht im Gange. Blumentöpfe, Pflanzen und sogar ein Vogelhäuschen wurden über die Hecke geworfen, bis nichts mehr übrig blieb zum Werfen. Da bemerkten sie, was sie angerichtet hatten und schauten traurig auf ihre zerstörten Gärten. Plötzlich kam ein großer Bulldozer herangefahren. Die Stadt hatte nämlich beschlossen, eine Straße zu bauen, genau da, wo die Gärten der beiden Nachbarn lagen. Der Bulldozer walzte als erstes die große Hecke nieder. Und nun konnten sich die beiden Nachbarn zum ersten Mal sehen. Sie sahen, was sie angerichtet hatten und merkten, dass sie beide Dummköpfe gewesen waren. Aber viel Zeit zum Nachdenken blieb ihnen nicht, denn der Bulldozer kam wieder heran und walzte im Zickzackkurs alles nieder, was ihm in den Weg kam, ohne Rücksicht auf den Garten des einen oder des anderen. Da packte der eine der Männer den anderen bei der Hand und zog ihn zu einem Bienenkorb in seinem Garten. Jeder fasste den Korb an der einen Seite und dann warfen sie ihn mit Schwung auf den Kühler des heranrollenden Ungetüms. Die Bienen schwärmten wütend aus dem Korb. Der Bulldozer kam zum Stehen, der Fahrer sprang aus dem Führerhaus und rannte davon, als wäre der Teufel hinter ihm her, verfolgt von den stechenden Bienen. Seit dem Tag waren die beiden Nachbarn Freunde
und halfen sich gegenseitig, ihre zerstörten Gärten wieder herzurichten. Sie pflanzten auch keine Hecke mehr zwischen ihren Gärten. Nur um den Bulldozer herum säten sie Wicken und Kletterbohnen, sodass von dem Bulldozer bald nichts mehr zu sehen war. Die Straße wurde einen Kilometer weiter abgebaut. Niemals ist jemand gekommen und hat sich nach dem Bulldozer erkundigt. Und das ist gut so. Denn in dieser dichten Blumenhecke nisten jetzt die Vögel. Ja, so geht's doch auch. Wozu denn eine Grenze? Man kann doch einfach miteinander... Was soll denn das? Also, Sie können doch nicht einfach... Das ja, Herr Nachbar, sehen wir, das geht doch nicht. Wir könnten doch miteinander... Was soll denn das? Meine Kartoffeln, hören Sie mal. Die haben Sie doch auf meinem Boden angepflanzt. Ja, aber bitte, wie soll ich denn jetzt an meine Kartoffeln rankommen? Wissen Sie was? Die werde ich Ihnen im Herbst zum Kauf anbieten. Was? Meine Kartoffeln soll ich von Ihnen kaufen? Das wird mir viel zu teuer. Ja, wenn Sie im Ausland einkaufen, ist es immer teurer, weil die Waren dann über die Grenze kommen. Wo ist denn hier ein Ausland? Wo ist denn hier eine Grenze? Na hier, der Zaun. Das ist die Grenze. Wenn das Ihre Grenze ist, dann werde ich mir ein paar Kinder als Schmuggler anheuern. Und dann schmuggeln die mir im Herbst die Kartoffeln rüber zu mir. Ja. Schmuggler? Sie kennen Schmuggler nicht. Da gibt es tolle Geschichten. Eine davon möchte ich mal erzählen. Vor langer, langer Zeit gab es Jahre, in denen der Schnee schon im September fiel. Er vernichtete den Bauern die Ernte. Und da mussten viele von den armen kleinen Bauern auf Schmuggeltour gehen. Sonst hätten sie ihre Familien nicht ernähren können. Aber da waren die Grenzer. Die wachten im Auftrag des Landesherrn und sie jagten die Schmuggler Tag und Nacht. Viele verloren da natürlich ihre Waren oder sie wurden geschnappt und wanderten ins Gefängnis. Aber viele konnten den Grenzern ein Schnippchen schlagen und ihr Schmuggelgut über die Grenze in das andere Land schaffen. Das war ein gutes Geschäft. Sie schmuggelten guten Wein, Pelze, feine Schuhe und Felle, Tabak, Lebensmittel. Das alles war Mangelware hinter der Grenze. Die Grenzbeamten hatten viel zu tun in dieser Zeit. Die mussten ja nicht nur die Schmuggler jagen, sondern auch ihre geheimen Verstecke ausfindig machen. Das waren gottverlassene Winkel, wo die Schmuggler ihre Waren lagerten. Es gab viele solcher Verstecke, denn es gab ja auch viele Schmuggler. Von einem erzählt man sich noch heute die tollsten Geschichten, vom alten Sascha. Der kam immer ungeschoren über die Grenze und wurde nie gefasst. Die Grenzbeamten kannten ihn natürlich, aber keiner konnte ihm was beweisen, denn sie wussten nicht, wo er seine Waren hatte. Eines Tages aber hatten die Grenzer sein Versteck doch gefunden. Der alte Sascha war natürlich schon längst ausgeflogen, aber die Grenzer fanden seine Ware, Spielzeug. Spielzeug und Zuckerstangen. Tja, das war keine besonders wertvolle Schmuggelware, aber dafür machte sie Spaß. Sogar die Grenzbeamten spielten damit, bis auf einen, den Hauptmann. Das ist die Ware vom alten Sascha. Endlich habe ich diesen Haderlumpen. Packt die Sachen in die Rucksäcke und stellt sie zurück. Wir stellen dem alten Sascha eine Falle.
Es schneite 2 Tage lang und es war bitterkalt. Die Grenzer wollten das Warten auf den alten Sascha schon aufgeben. Aber dann setzte auf einmal über Nacht Tauwetter ein. Am nächsten Morgen war der Schnee verschwunden. Und da wussten sie, der alte Sascha würde kommen, um seine Rucksäcke über die Grenze zu bringen. Und er kam, der alte Sascha, mit seinem Sohn und dessen junger Frau, denn die machten die Schmuggeltouren immer gemeinsam. Weißt du, ich habe einen Plan. Wir legen die Grenze aufs Kreuz. Ihr bleibt so lange hier, bis ich wiederkomme. Na, warte nur. Diesmal krieg ich dich. Du hast mich die längste Zeit an der Nase herumgeführt. Du kommst mir nicht über die Grenze. Da fährt er! Hinterher! Hinterher! Tatsächlich. Der alte Sascha hatte die Grenze an der Nase rumgeführt. Kommt, auf zur Grenze! Sogar noch in der Eile ein Gewehr liegen lassen. Wo war denn nun aber sein Boot? Genau solche Schmuggler werde ich mir anheuern, damit ich an meine Kartoffeln komme, Herr Nachbar. Aber der Zaun bleibt. Nur an der Stelle, wo er hingehört. Das wird ja der Herr Landvermesser da drüben schon feststellen. Na, was ist? Habe ich recht? Moment.
Stellen Sie sich vor, ich würde das so über den Daumen peilen. Ja, genau. Das gibt ja ziemlich krumme Grenzen, ne? Und wenn man das mit allen Grenzen machen würde. Aber hier geht es doch einfach um meinen Zaun, der auf der Grenze zum anderen Grundstück stehen soll. Ja, aber wenn man es nicht richtig macht, dann gibt es ja auch ganz krumme Landesgrenzen. Aber natürlich, das weiß ich doch. Landesgrenzen, nur hören Sie doch auf. Ja, und die Landesgrenzen können wir auch nicht so einfach über den Daumen peilen. Denn dann gäbe es Krieg. Na, und Krieg wollen wir ja nicht. Weder Sie, noch ich. Na ja, aber die Grenze soll bleiben, wo sie ist. Naja, also wenn wir hier unbedingt eine Grenze haben müssen, dann müssten wir eigentlich auch einen Zöllner haben. Zöllner haben wichtige Aufgaben, friedliche Aufgaben. Und sie arbeiten an Grenzübergängen, zum Beispiel hier in Kiefersfelden. Das hier ist der Herr Kalbert, der ist Zollamtmann und wohnt ganz in der Nähe. Fast jeder, der mit dem Auto aus Österreich oder Italien zurückkommt, muss an ihm vorbei. Das ist weiter nicht schlimm, wenn man kein Wein oder Zigaretten oder sowas über die Grenze schmuggeln will. Das geht nicht. Da wird er unangenehm. Denn diese Dinge müssen verzollt werden. Das heißt, der Staat will was dran verdienen. Er will auch was an diesen Lastern hier verdienen. Das heißt, an den Waren da drin. An manchen Tagen kommen hier 2000 Brummis durch. Die müssen alle geprüft werden. Aber es geht ja nicht nur um die Abgaben. So ein Zöllner ist auch eine Art Türhüter. Er muss aufpassen, dass nichts Verbotenes ins Land kommt. Was zum Beispiel ist in diesem Kesselwagen? Da könnten Waffen drin sein oder giftige Chemikalien oder sonst was Schlimmes. Da muss man nachsehen. Gut, alles klar. Ich bin beruhigt. Wenn der Herr Kalbert alleine nicht so recht weiterkommt, fragt er einen ganz besonderen Kollegen, einen Hund, einen Schnüffelhund. An diesem Auto hier könnte zum Beispiel Rauschgift versteckt sein. Aber wo? Der Hund hat eine gute Nase und eine gute Ausbildung. Und, ja, da hat er was gerochen. Ja, da hat er's. Geschmuggeltes Rauschgift. Brav, brav. So, was haben wir denn noch? Was ist denn hier drin? Ach, eine Kuh. Naja, mit der Ware ist ja doch alles in Ordnung. Was will man denn da prüfen? Und was soll denn der Arzt da hinten? Ah, ich verstehe. Die Kuh könnte ja krank sein und irgendeine Seuche einschleppen. Also muss sie erstmal untersucht werden. Ja, die ist gesund. Und sicher hat sie auch die richtige Marke im Ohr und die richtigen Papiere. Ja, auch eine Kuh braucht einen Pass an der Grenze. Die Traktoren hier sind schon geprüft. Alles in Ordnung, die dürfen rein ins Land. Der nächste noch nicht. Erst kommt der Zollamtmann Kalbert. Diese Landesgrenzen, also die Grenzen zwischen den verschiedenen Ländern, die vermessen Sie nicht, hm? Nein. Das ist ja eine hochpolitische Angelegenheit. Aber hier ist mein Zaun die Grenze. Das werde ich noch feststellen. Damit man die Grenzen auf dem Globus besser erkennen kann, hat jedes Land eine andere Farbe. Ganz schön bunt, ne? Sie dürfen sich das nicht so einfach vorstellen und glauben, um jedes Land herum ist jetzt ein Zaun gezogen. Da gibt es auch die sogenannte offene Grenze oder auch grüne Grenze genannt, weil sie durch den Wald führt oder über eine Wiese. Oder ein Fluss kann eine Grenzmarkierung sein oder ein Gebirge. Aber hier ist mein Zaun die Grenze. Ja, so machen Sie doch. Die Richtung, nun messen Sie doch mal. Ich bin ja gleich fertig. Und dann haben Sie eine schöne, wunderbare Grenze.
Und dann wäre auch endlich dieser Grenzzwischenfall erledigt, Herr Nachbar. Aber glücklicherweise gibt es ja auch lustige Zwischenfälle an der Grenze. Über einen Grenzübergang zu kommen, ist ja manchmal ganz einfach. Man hält an, man zeigt seinen Pass und fährt weiter. Ja, aber manchmal wird man auch gefragt, haben Sie was zu verzollen? Ja. Als wir im Urlaub ans Mittelmeer fuhren, da mussten wir über ein paar Grenzen fahren. Aber wir sind endlich überall durchgekommen. Ja, man kann auch hinfahren, wo man will. Ja. Ja, wozu gibt es eigentlich Grenzen? Naja, ich meine, die verschiedenen Völker machen ja auch viel zusammen. Zum Beispiel Fußballspiele. Aber Sie dürfen nicht vergessen, dass es auch andere Grenzen gibt, die sehr wichtig sind. Zum Beispiel eine Schranke am Bahnübergang. Ja, aber so eine Grenze soll ja schützen vor Gefahren. Genau. Die Schranke, wenn sie runter ist, schützt uns vor dem vorbeifahrenden Zug. Ja, ganz offensichtlich eine Grenze. Man kann nicht rüber und in diesem Fall ist es gut so. Die Gefahr ist vorbei. Jetzt kann die Grenze wieder weg. Ja, genau. Eine andere Grenze ist zum Beispiel eine Tür. Wenn die Tür zum Kinderzimmer verschlossen ist, kann ich als Vater nicht so ohne weiteres rein. Es sei denn, ich klopfe an. Ja, ja. So eine Grenze ist ja auch wichtig, dass man sich nicht gegenseitig stört. Nicht? Es braucht doch jeder seinen Bereich. Sogar der Willi. Sehen Sie mal. Willi pinkelt an einen Baum und markiert so seine Grenze. Ja, auch viele andere Tiere haben ihr genau abgegrenztes Revier. Zum Beispiel der Rehbock. Im Frühjahr sucht er für sich und seine Familie ein angenehmes Plätzchen, erklärt das zu seinem Revier und steckt die Grenzen ab, damit jeder Bescheid weiß. Hier, er ist gerade dabei. Das Bäumchen da ist sozusagen ein Grenzpfahl und wird markiert. Nee, nicht mit Farbe, sondern mit einem Geruch. Wenn er sich lange genug dran reibt, riecht dieses Bäumchen nach Rehbock, nach diesem Rehbock. Nochmal scharren. Jetzt riecht auch die Erde nach ihm. Sicher ist sicher. Das macht er nun den ganzen Sommer über, damit alle anderen Rehböcke wissen, das ist sein Revier, da darf ich nicht rein. Und wenn trotzdem mal einer kommt? Na, den muss er verjagen. Deshalb übt er jetzt schon mal Raufen. Nanu, ist da wer? Tatsächlich. Ein Eindringling. Ja, wie soll er denn seine Familie satt kriegen, wenn hier jeder einfach so... Also, das geht nicht. Raus! Der Hund hat dieselben Probleme. Nur markiert er seine Grenzen etwas anders.
So, ja. Sehr praktisch. Ganz anders wiederum macht's die Grille. Sie zirpt. Und das heißt für die anderen Männchen, Zutritt verboten. Dieser Frosch sucht sich nicht nur ein Weibchen. Sein Gequake heißt auch, alle anderen draußen bleiben. Dies ist mein Revier. Oh, ein kleiner Grenzzwischenfall. Ist aber gar nicht so gefährlich, wie es aussieht. Denn Tiere töten sich nicht nur wegen einer Grenze. So, such dir doch einen eigenen Baum. Sehr genau nehmen es die Bienen mit ihrem Revier. An ihren Honig darf kein anderer ran. Schon gar nicht eine Wespe. Also, raus mit ihr. Tiere brauchen also eine Grenze, damit sie genug zu fressen haben. Nehme ich ihnen ihre Nahrung weg? Nein. Tiere brauchen auch eine Grenze, damit sie in Ruhe ihre Jungen großziehen können. Störe ich sie bei der Erziehung ihrer Kinder? Nein. Im Gegenteil. Ja? Sehen Sie? Also bräuchten wir doch eigentlich gar keine Grenze. Also eigentlich nicht. Und jetzt hätte ich mal einen Vorschlag. Und der wäre? Ihr Grundstück und dieses Grundstück grenzen hier zwar aneinander, aber wir nehmen die Grenze weg. Die Grenze nicht. Den Zaun. Den Zaun? Ja, gut. Hau, ruck! Hau, ruck! Hau, ruck! Ja. Ja, Herr Nachbar, wenn Sie nichts dagegen haben, dann pflanze ich jetzt hier meine Kartoffeln weiter. Und wenn Sie nichts dagegen haben, dann sehe ich hier ein paar Blumen, denn die Haselnusssträucher würden den Kartoffeln ja bloß das Licht wegnehmen. Ja, das stimmt. Und da werden wir die Haselnusssträucher einfach mal meine Herren, hier Moment. Hinpflanzen. Nicht? Denn, dann machen wir uns eine schöne Schattenecke für den Sommer. Genau, ja, genau das machen wir. Ich hab's. Die Grenze verläuft schönen Dank, von schönen da. Dank, na, schönen Dank, aber wir brauchen sie nicht mehr. Wieso? Ja, wir wollen ohne diesen Grenzzaun leben, ja. Aber ich habe doch hier berechnet... Ja, schönen Dank für Ihre Bemühungen, aber wir haben festgestellt, dass so eine Grenze hier nur stört. Ja, das stimmt. Das ist ein schönes Fleckchen Erde hier. Allerdings. Kommen Sie, Herr Lustig, wir räumen erstmal den alten Zaun da weg. Richtig, Herr Nachbar. Und ihr könntet eigentlich jetzt so langsam schon mal abschalten, nicht? Denn heute kommt nichts mehr und danach... Geht doch mal in den Garten, wenn ihr einen habt. Und schaut euch mal um, ob da vielleicht irgendwo ein Zaun ist, der stört. Also, tschüss.